Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade. Ich muss gerade mal selber schauen, wo ich überhaupt stehen geblieben bin. Genau, das mit diesem Ausbildergedöns hier, ne? Aber ich guck mal. Guck mal, wie das ist mit dem was man hier machen muss mit Ausbildung. Ich glaube, er war ja Theorie, ne? Die beide? War es jetzt beide Aufgaben auf einmal oder? We've made some new friends. Mein Wissen aktualisiert. Sprich mit Sakia, Mino und Skune. Okay. Oh. Welche Angriffe beeinträchtigen den Gegner? Schwächungen. Wie nennt man den Zustand mancher Gegner, wenn ihre Kraftpunkte zu weit sinken? Welcher dieser Punkte ist kein Vorteil davon, den Gegner ohnmächtig zu schlagen? KP der ganzen Gruppe werden geheilt. Techniken steigern Gegnerwut nicht. Welche dieser Kombo-Richtungen ist falsch? Schwanken, umwerfen, schleudern, schmettern. Schwanken, umwerfen, ohnmächtige Explosion. Schwanken, das ist ja Scham, noch nie gehört. Wem fällt es zu, die Aufmerksamkeit des Gegners auf sich zu ziehen, dem Verteidiger? Aktualisiert. Wie lautet der Name der Wüste in der Fornis-Region? Weiß ich nicht mehr. Was kann durch schwarzen Nebel ausgelöst werden? Keine Ahnung. Welcher Kolonierang kommt nach Kupfer? Eisen? An welchem Ort haben Kolonie Sigma und Kolonie 9 gegeneinander gekämpft? Auf der Krankenebene, auf dem Siechenfeld. Ich glaube Siechenfeld, oder? Ob man da Ätherregion finden kann. Das Juwel. Ich weiß nicht. Muss ich das jetzt so aufmachen, Ey, ich hoffe, es ist scheißegal, was ich da antworte. Bin halt eher der praktische Typ. Anstatt der Theoretiker. Aber da kann man mal sehen, wie komplex das Game ist. Abgeschlossen. Gut. Super. Was ist die andere? Ich habe da noch eine mit der Praxis. Ausbildung, Kampfpraxis. Das machen wir. Das kriege ich hin. Praxis bin ich gut.
Es juckt alles gar nicht. Ich weiß, ich habe mir in den ersten 20 Folgen alles durchgelesen, Leute. Aber ich kann nicht mehr. Und ich habe auch gemerkt, es ist komplett scheißegal, was sie... Also die Cutscenes, nein, aber hier... Es ist scheißegal, was sie da quatschen. Das ist auch teilweise so dumm manchmal. Super, das kann ich schon eher. Ach ja, stimmt. Juni hat ja jetzt die Pistolen. Fühle ich. Das ist cool, dass ich jetzt alle drei steuern kann. Alle drei einfach hier rein. Können die gar nichts mehr machen. Dragon Tail! Easy. Easy. Nochmal. Wollte ja nochmal auf die Schnauze bekommen. Oh Gott, sie hat sich verletzt. Nochmal? Ach Leute. Ich überlege, ob ich vielleicht erst auf den anderen gehe. Ich glaube, ich gehe erstmal auf den anderen, oder? Der andere hat nämlich ein Schild und Schild heißt mehr Verteidigung. Schon wieder? Ach du Scheiße, der hat mich gekillt. Ich könnte sogar eine Angriffskette starten. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt sein muss. Keinen Schaden. Ja,
Oh, Kacke, was hat denn Juni da gemacht? Abgeschlossen. Aber 3 SP ist halt echt nicht viel, ne? 3 SP ist echt nicht viel. Was ich jetzt machen könnte, ist zu den anderen Kolonien mal zu gehen und zu gucken, ob die vielleicht wieder was Neues haben. Wo bin ich denn hier überhaupt? Genau, ich bin hier bei Gamma oder so, ne? Da wären da dann auch Fragezeichen, oder? Vertue ich mich. Ansonsten würde ich einfach mal gucken. Kolonie 9. Ob es hier was gibt? Ja, gibt es. Geil. Hier habe ich auch noch eine Kochmission, eine Sammelmission fertig. 140 Harmonie, nimmt man mit. Habe ich hier noch was? Essensmangel. Ach, die haben immer Hunger, die Leute hier. Das Siechefeld. Hier muss noch irgendwo ein I sein mit Essensmangel. Stand 1 von 2. So, jetzt besprechen. Kann ich auch direkt gucken, was hier für einen Essensbonus gibt? I've been craving some downtime. Ich hab den Titel doch schon längst angepasst, Tatja. Shall we put our heads together on this? Veränderung. Let's have a little huddle up. Hey, so can we talk? Der steht noch drauf, muss einfach mal aktualisieren. Einfach in einem Stream aktualisieren, dann kommt das. Erhöhte Klassenpunkte bringt mir nichts. Klassen sind alle auf Max. Let's bounce. Mit 30. Schon schwer geworden, ne?
Willkommen zurück, Amarelli. I suppose I should try and be thrifty. Oh, hier ist ja nochmal ein I. Ich gleich nochmal zu einer Besprechung. Krass. Ja, die Zeitquests sind echt nicht so spannend, ne? Viel hin und her laufen, nichts zu tun. Aber dass die auch Wettereffekte haben, auch cool. Kann schon sagen. Das war alles. Einmal hin und her latschen. Das gibt 3 SP. Naja. Naja. Okay, nächste. Dafür muss man Stufe 30 sein. Der klappt keinen Sinn. Kurz das Thema besprechen. Let's rest and heal up. Everyone, a moment of your time? Wie viel Text die geschrieben haben für eine 100 EP Mission. Das hat ja jetzt gerade diese Mission, ne? Die hat mir ja nichts gebracht. 100 EP, das ist nichts mehr, das ist ein Gegner. Dafür haben die so viel Text geschrieben und die Animation und so. Moin, Skobbel. Guck mal in die Kanalpunkte rein. Ich sag, guck mal in die Kanalpunkte und direkt zündet er. Direkt gezündet. Sehr geil. Dachte ich mir. Ich hoffe, das gibt keinen Copyright-Claim.
Und so wenig Leute sind da, weil ich habe ja eben 4 Stunden Raft gespielt und jetzt dauert das ein bisschen, bis die Leute den Stream erstmal sehen, dass ich jetzt Xenoblade spiele. Es dauert dann immer ein bisschen. So wie du, weißt du? Dann gucken die auf den Stream und sagen, ah, Xenoblade, da gehöre ich zu. Und die Raft-Leute sind halt gerade weg. Das ist immer, wenn du das Spiel wechselst, dann müssen sich auch die Leute erstmal wechseln. Level 35, what the fuck? Alter, einfach alle tot. Einfach alle tot. Witzig. Einfach alle tot. Das war dumm. Der hat doch gar nichts mehr. Das war dumm. You're a lifesaver.
Alles gut, Skrubbel. Alles gut. Nach vorne muss ich. Einmal nach vorne ist bitte. Wenn ich diese Ziplines benutzen kann, wäre auch interessant. Und da muss ich auch hin. Missionsereignis. Hier kann ich auch hoch. Und da kann ich auch hoch. Da war ich auch noch nicht. Ich mache erstmal hier das. Und dann gehe ich da hoch. Ja. Something smells tasty. Die Ladezeiten sind arg kurz, ne? Müsst ihr euch überlegen, der lädt jetzt das komplette Gebiet innerhalb von ein paar Sekunden. Das ist doch geistesgestört. Das geht viel zu schnell. Jetzt auch nochmal schön Missionen. Und ich muss ein bisschen Missionen machen zum Leveln. Richtig schön ein paar Missionen machen. Du, Amarelli, schönen Sonntag. Und hallo, Beli. Hier ist ganz schön was los. Ganz schön was los hier. Gibt es hier irgendwo einen Rastpunkt? Oder eine Kantine? Ne?
made some new friends. Let's rest and heal up. Hey, so can we talk? Einfach nur 100 EP. Shall we put our heads together on this? Melodie der Stille. Shall we put our heads together on this? Die verstorbene Einheit. Okay. Ich hätte auch wegen Essen gucken können. Next on the list is... Let's rest and heal up. Was gibt's hier? Erhöhte Beute. Oh, das machen wir. Erhöhte Beute? Sehr gut. I feel like I could lift mountains. Hey, wanna see me try? I look forward to tasting it. Where to from here? Ja. Okay, laufen wir dem hinterher. Ich habe das Gefühl, das ist wieder nur so eine Laufaufgabe, deswegen mache ich das, bevor ich die andere mache. Das muss ich tausendmal hin und her porten.
Voll cool, dass man die Container auch hier auf der Karte sieht. We can go up this way. Whoa, check this place out. Level 40 ist mir zu hoch. Wüste Danak heißt es dann, also anscheinend. Ja, zum Supply Drop gehen wir auch mal schnell. Da kann mal krasses Zeug drin sein. Da unten kommt doch der Ultra-Gegner bestimmt. Hoffe, das was Gutes drin. Ringe. Ich habe so viele Ringe schon. Ich glaube, ich muss die mal aussortieren auch. Diesen ganzen billigen Scheiß, da muss man weg. Scheiße, habe ich nicht geguckt. Aber das ist auch wieder so eine Sache. 20 Stunden lang konnte man nichts auswählen. Ach, schon wieder verkackt. Und jetzt kann man die ganze Zeit was auswählen. Ich bin trained, dass ich einfach nur A drücke. Ich kann mir vorstellen, dass die Entscheidung da aber total egal ist. Egal, was man da macht, ist das gleiche Ergebnis. Abgeschlossen. Wie viel SP? 3 SP ist halt auch echt wenig, ja. Jetzt ist die Frage, soll ich da unten mal rein?
Soll ich da unten mal rein? Ich hätte da ja schon Bock drauf, aber ich hab so ein Gefühl, da unten kommt ein Ultra-Gegner. Oder ist der Fisch? 87! Ach du Kacke. Ich bin weg. Tschö. Level 87, der fliegende Fisch. Aua. Das war mit den Level 40ern, ne? Von 200 Meter? Ach, das ist der falsche. 1200 Meter? Wo will der hin? Ich frage mich ja, wann kann ich endlich die doofen Ziplines benutzen? Wenn ich erstmal die Ziplines benutzen kann, wird das Game halt nochmal viel größer, ne? Ich müsste eigentlich auch nochmal schauen, ob ich neue Juwelen bauen kann. This is something decent, right? Sag ja, dass nur von A nach B laufen. Hatte ich noch eine Mission offen? Nee, Südo. Okay. Dann jetzt, noch mal eine andere Kolonie. Hier ist ein Fragezeichen. Soll ich mir Level 40ern oder so, ne? Ich wollte auch, genau, wollte ich hoch. Genau, das mache ich auch noch. Wusste ich's doch. Da will ich hoch. Something smells tasty. Da. Hui! Aha. Ey, die Musik ist schon schweinegut, ne? Die Musik ist babamäßig. Oha, geht das hoch. Da ist schon wieder so ein fliegender Fisch. What are you hiding, little guy?
Da, wieso leuchtet da was? Da war ich doch. Scheiße. This has gotta be worth a bunch. Da unten war ich doch. So ein Kack. Alter, das lädt viel zu schnell. Das ist ein Container. Über uns? Unter uns. Genau das, was ich gerade wahrscheinlich gesehen habe, ne? Wie komme ich da jetzt am dümmsten runter? This was a nice find. Kann man hier ein bisschen schummeln? Ah, nicht so, nicht so, nicht so! Einfach überlebt, wie witzig. Ups. Man kann hier tiefer fallen als bei Elden Ring, das ist doch gut. Und hier ist ein Container. Ich habe hier sogar das letzte Mal geguckt und den einfach nicht gesehen. Okay. Hier ist noch ein Fragezeichen. War ich da schon? Ich geh mal gucken. Das war wieder so ein Ultra-Gegner. Level 46. Gar nicht so Ultra. Hier ist Flöte. We can't leave it like this. Ist so eine kleine Sidequest-Folge gewesen, ne? Aber muss auch mal sein. Ist ja auch 44, okay. Ist auch schön. Ah, okay, ich erinnere mich. 40. Wenn das nicht 5 Leute wären, ne, würde ich ja sagen, das könnte ich vielleicht schaffen. Einer. Aber bei 5 Leuten bin ich vorsichtig. Jetzt kann ich, hier ist nochmal ein Interaktion-Ding. Wahrscheinlich nur eine Abkürzung. Hier ist nochmal ein Missionsereignis. Kann ich mal eben gucken. Waren das starke Gegner oder war das irgendwas anderes? Wenn da mittendrin so ein Fragezeichen ist, ist es meistens, dass da starke Gegner waren, ne? Da oben war das. Wie soll ich denn da hochkommen? Hä? Da oben. Stimmt, da muss ich ja da hochlatschen. Erinnere ich mich? Ja, ich erinnere mich. Was kann ich mir schenken? Ja, sonst könnte ich eigentlich hier mal so hin, ne? Von hier aus? Oder hier hoch? Was ist das hier für eine Kolonie? Kolonie 4, da kann ich auch nochmal kurz gucken, ob es da Sidequests gibt. Safe. Something smells tasty. Yes! Okay, Leute, die Kolonie 4 Sidequest machen wir dann in der nächsten Folge. Gerne ein Like auf dem Video lassen, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Haut rein.